Also, das russische Ehrenmal ist nämlich gar keine Kriegsgräberstätte, sondern der erste Weltraumbahnhof der DDR. Hier ist nämlich schon die weltgrößte Weltraumkanzlerkonferenz abgehalten worden und alle Mondmissionen. Und jetzt gehen wir mal hin, jetzt gucken wir uns die ganze Scheiße mal an. Komm mal mit, komm mal mit. Es ist Donnerstag, der 6. September 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jessica Parker und ich sage nochmal vielen Dank dafür, dass ihr mein Magazin und mich beim Community Star 2012 als beste Künstlerin nominiert und gewählt habt. Ich habe gewonnen. Da steht da. Bin ich ganz schön stolz und zur Feier des Tages gehe ich jetzt erstmal noch schön mit der Barbara ins Berghain und danach zum Friseur. Top-Salon. Jessica? Ja? Bist schon unten? Ja, lass dir von der Davina Shakira schon mal die Schorle bringen. Ja? Nee, ich bin auch sofort da. Gib mir 5 Minuten. Ja? Mach mich nur ein bisschen frisch. Bleib. Davina, machst du mal das verdammte Fenster auf? Das ist wahnsinnig. Mir ist heiß, Barbara. Mir ist heiß. Mir ist heiß. Boah, ist mir heiß. Ist mir heiß. Ist das gut? Oh, immer hier einer das verdammte Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, Alter. Was denn? Möchtest du noch was trinken? Ach, da hab ich nicht drin. Hast du einen Sekt da? Nee, da ist jemand drin. Da sitzt jemand drin. Guck doch mal. Barbara. Ich zieh mal zu. Was machen wir heute eigentlich? Ich brauche ein komplett Makeover. Ich muss gleich noch zur Veranstaltung. Warte mal. Ja, ja. Ja, ich mach. Ja. Barbara, ich muss sofort auf eine Veranstaltung das gehen. Ding, ich muss den Döngchen. Barbara. Ach, was hast du? Boah, das ist schön. Ich das mal so ganz leicht. Boah, das sieht so toll aus, Barbara. Finde ich echt gut. Ja! Finde ich echt gut. Ah ja, geil. Mach geht es hoch? Ja, geht. Oh, das ist ein geiles Gefühl, oder? Ach oh, komm, wir tauschen jetzt mal die Rollen. Wir tauschen mal die Haare. Was hast du dir so vorgestellt heute? Voll, also, alles mal so ein bisschen mehr Pfiff rein, habe ich gedacht. Pfiff gar nicht. Oh geil, ja, geil. Das ist geil, oder? Geil. Das ist Hollywood. Das ist richtig, $1 Million. Wow, das schreit nach Hollywood. Wow. Zeig's mir mal von hinten. Warte mal. Aber schau mal, wie geil das hier vorne wirklich ist. Das fällt halt jetzt, ja. Wow. Zeig mir mal von hinten. Warte mal. Wow. Wow, oder? Wow. Ich hab bei mir so ein Emotionsflash. Auch. Oh ja, genau. Aber ordentlich, ne? Warte mal. Wow, die Farbe ist geil, so. Die Farbe macht bei dir auch mal drauf. Ja. Auf 10 soll er ja nicht mehr.
Du hast da wieder mehr Lippenstift auf den Zähnen als auf den Lippen. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promiflash! Unser Gast heute Abend, ein Stammgast aus dem Berghain, Frau Reiche, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da gleich ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich als CDU-Politikerin angesprochen haben. Meine zwei Transenfreundinnen und ich, wir verbringen ja gerne mal am Wochenende 2 bis 3 Nächte im Berghain. Denn das ist, naja, schon sehr, sehr geil da, wie man so schön sagt. Und die gelebte Vielfalt und die Freiheit des Menschen liegt mir ja sehr, sehr stark am Herzen. Gerade wenn die Schwulen dann da so im Dark rumbumsen, das geht mir so ans Herz. Das ist wie eine Familie für mich. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da. Also, Jurassica, sag mal, wie siehst du denn aus? Du gefällst mir ja gar nicht. Ganz abgespannt und erschöpft. Was du brauchst, ist eine Kur. Ich schreib dir da mal was auf. Kukasprint. Die erste Kur zum Selbstverschreiben? Natürlich nur von Parker Pharmaceutics. Ich bin immer noch im Treptower Park für euch unterwegs, gerade auf dem russischen Ehrenmal, das ja eigentlich einen ganz anderen Sinn und Zweck hat. Gucken wir mal rein. Viel Spaß. Hier wurden ja auch die Filme Star Wars 1 bis 6 gedreht. Sehen wir gleich. Ach Gott, R2D2, da, Karle. Na sag mal, sind wir jetzt hier gerade in eine Fahrradrallye reingekommen, oder was? Guten Tag. Sind alles Russen. Na sag mal. So, jetzt sind wir schon am Weltraumbahnhof angelangt. Guckt euch doch mal an. Ist das ein Panorama? Ich sag euch jetzt mal, wo die Lande- und Startrampen sind. Kommt mal mit. Und zwar, seid ihr da? So, hier seht ihr jetzt. Hier in der Mitte, ganz vorne, ist immer die Enterprise angedockt. Da Sternzerstörer, da hinten X-Wing und ganz, ganz hinten die USS Defiant. Ich weiß nicht, ob der Herr Worf gerade da ist. Gucken wir gleich mal. Patent. Seht ihr den Mann, der da hinten auf dem Berg steht? Ich sag euch mal, wer das ist. Das ist der Lover von meiner Urgroßmutter. Das ist der Herr Ratio Farm Senior. Und das kleine Kind, was der auf dem Arm hält. Na, ratet mal, wer das ist. Richtig, eure Jurassica. Da hab ich monatelang für Modell gestanden damals. War ich auch noch ein bisschen properer als jetzt. Naja. So, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne erstmal. Lass es mal so ein bisschen auf mich wirken, so diese ganze Familienatmosphäre. Und dann weine ich vielleicht noch ein bisschen. Geht mal mit. Nächsten Donnerstag zeige ich euch dann, wie man über das Subraumpanel unser Parker Pharmaceutics Raumschiff im Orbit kontaktiert. Seid gespannt. So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Ich gehe heute aber nicht ins Rauschgold, sondern an Kudamm. Ja, ich sag euch auch warum. Weil ich gehe nämlich heute demonstrieren. Und zwar zusammen mit dem Rauschgold, mit dem Schwutz, mit dem About Blank, dem SO36 und dem Südblock. Und zwar gegen die GEMA-Tarifreform 2013. Und wehe, ihr kommt da nicht auch alle hin. Also bis gleich. Und dann rauchen wir schön 8 bis 12 Zigarettchen. Oh.
Ende.